kannst wieder nicht zahlen. Momentan nicht. Ja, das momentan, das dauert eh schon 7 Monate, nicht immer. Ja, es sind eben schlechte Fischzeiten bei mir da auf dem Karpfenhof. Warte, bei mir da am Weißerhof, da sind zufällig gute Fischzeiten. Aber du kümmerst dich ja nicht um die Fischzucht. Du bist mehr für die Stadt. In der Garde willst du alle drin sein, gell? Fischbacher, weißt du was? Ja. Ich besser mich? Ja. Und du schierst mir noch ein bisschen was vor. Nein, ich schierst nicht mehr. Du nimm dir lieber die reiche Tante. Die hat ja ein großes Anwesen in Österreich, noch österreichischen, gell? Ja, die Tante schickt mir schon lange nichts mehr. Ja? Sogar den monatlichen Scheck hat's mir gesperrt. Hey, das muss eine gescheite Frau sein. Die will mir erst wieder was schicken, bis ich verheiratet bin. Ja? Sie meint, mit einer Frau kommt wieder Ordnung daher auf meinen Besitz. Ja, du, da hat's auch recht. Weißt du was? Heirat mein Enkelin, die Grässzeit. Fangst schon wieder damit an. Ich hab doch die Grässzenz zuletzt gesehen, wie es ein Schuldirndl war. Ja, und jetzt ist von der landwirtschaftlichen Hochschule zurückgekommen. Du, das ist ein sauberes Mal, sag ich da. Mir wird vom Gesicht gerissen. Also bei den Gedanken reißt's aber mich. Wieso? Nein, Spaß beiseite, du. Weißt, ich heirate kein unschuldiges Mal. Ich weiß, du bist mehr für die verworfenen Damen aus der Stadt, ja, weiß ich. Für die Raffinierten. Ja. Für die mit dem Gewissen etwas. Ja. Weißt du was, Fischbacher? Was? Kommst mit mir in den Nachtfalter, ich lohn dich ein. Du lohnst ein. Und ich kann auch alles zahlen. Nein. Du, dort gibt es Striptease. Nein, ich schau mir nicht einmal das Striptease von meiner Alten an. Und das war gratis. Ich weiß schon, du bist mehr für die Gaudi. Du meinst, nein, du, das ist nichts. Du bist mehr für die Gaudi. Du, am gescheitesten ist, du machst Striptease für deine Gläubigen, gell? Das weißt du. Vierte, du. Gerupftes Nachtfalter, du. Also der und mein Tanz sind ein paar Stiefend, aber altmodische. Nein, auch die Grässzenz, also das ging mir ja gerade noch an. So, jetzt muss ich mich aber umziehen, damit ich in den Nachtfalter komme. Ja, das geht mir ja. Wieder weniger Fisch bei der Fischvolkszählung, nicht wahr? Kein Nachwuchs. Ja, was kann denn da die Ursache sein, hä? Na ja, vielleicht sind unsere Fischstamme zu wenig sexy, ne? Die Fische pfeifen mir noch was, hä? Du, apropos sexy, kennst du die Fischbacher-Grässzenz? Ja, flüchtig, ja. Ja, und was ist mit der? Keine Luft hat's, ne? Ja. Wer? Noch die Zigarren, ne? Ja, aber ich meine doch die Grässzenz. Die Grässzenz ist ein liebes, hübsches Mädel, ne? Lieb und brav auch noch. Ja. Na, nix für mich. Na ja, und ich sag dir, eine Figur hat er denn, ne? Alle Vorteile, die eine Frau hat, die sind bei ihr so wunderbar herausmodelliert, ne? Und verstopft ist halt, ne? Der ist verstopft. Na, das ist egal, das ist egal. Also, ich habe jetzt keine Zeit für deine Witze. Ich muss schauen, dass ich zum Bus komme. Ja. Also, lieb ist sie, sagst du. Na ja, also, mir gefällt es, aber mir gefällt ja jede, nicht? Aber weißt du, wo meine eigene Krawatte ist? Na, nicht meine, nicht? Aber das geht nicht, dort brauche ich eine ordentliche. Im Bus. Nein, im Nachtfalter. Erst du falterst in der letzten Zeit, aber sehr viel, am Samstag war es anders. Na und? Sterbst du? Nein. Übrigens, der Nachtfalter wird jetzt mein Stammlokal. Ja. Ja, dort macht seit Samstagabend die Mustang Mary Striptease. Ah, das klingt so nach Peppi Hacker, gut. Du, schau her. Wo ist denn? Ne? Das ist sie. Da. Gefällt's dir, hä? Ja, mein. Also so, was ist das? So nackert wie die ist nicht bald ein Nackerte, ne? Ich mein, warum hat der einen Hut auf? Ja, weil eine Dame geht natürlich nicht ohne Hut. Ne? Das ist ein Sombrero. Mhm. Na, sie stellt ein Cowgirl dar, weißt? Striptease zu Pferd. Mhm.
Auf Deutsch sagt der Nockerpatzl auf den Schimmel, ne? Ich mein, du, da geh ich auch hin. Ja, gefällt's dir, gell? Nein, ich hab schon lange keinen Schimmel gesehen, ne? Übrigens, das Foto war vorige Woche bei der Postwurfsendung, ja, zusammen mit dem Buch vom Fischzüchterverband. So, Herr, ja. wie ist denn das, wenn sie sich auszieht? Das weiß ich nicht. Nein, hast du nicht hinschauen da, du weißt nicht. Aber nein, jedes Mal, wenn ich hingekommen bin, ist ihr Nummer schon vorbei gewesen. Aha, na, wie hast du es denn dann kennengelernt? Ja, sie hat sich zu mir zum Tisch gesetzt. Wie eine Rose, hä? Nein, ohne. Ah, oben ohne? Oben. Nein, mit, da war es schon angezogen. Aha, nur das Rose war noch gut, ne? Das oben, hast du schon mit dir? Ich meine, hat schon wieder einen oder? Ist ein Trottel. Du, aber heute Abend wird es soweit sein. Ja. Heute werde ich sie im Sturm erobern. Ich glaube, bei der genügt der Mailüfter. Ne? Was mir jetzt umziehen, ich muss schauen, dass ich weiterkomme. Ja, 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 da willst du weiterkommen, nicht wahr? Ja. Nicht? Ja. Na, und sonst? Wann fährst du wieder rein? Jetzt, gell? Na ja, wenn ich nur ein bisschen Geld hätte. Ja, ein Geld hast du keins, aha. Ja, du, pass auf, die Tante hat wieder einen Scheck geschickt. Die Tante hat einen Scheck geschickt? Ja. Das glaube ich dann nicht erst. Die hat mir da geschrieben, dass mir erst wieder ein Geld schickt, bis ich verheiratet bin. Ja, ja, stimmt. Na und, wieso schickt sie auf einmal was? Ja, weil ich ihr gesagt habe, du hast am Sonntag geheiratet, ne? Ach so. Ja. Was? Wann hast du dir das gesagt? Am Telefon. Na, und wann's herkommt? Die kommt ja nicht her, die ist ja zur Kur. Die lässt sich ja degenerieren, ne? Ich meine, die Kur nicht unterbrechen. Und nach der Kur? Na ja, da bist du halt schon wieder geschieden, ne? Nein, da mach ich nicht mit. Na bitte, dann sag ich halt, das Ganze war ein Spaß, ne? Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Das ist die Meere, die sucht ihr Kind, ne? Was ist das? Nein, ich sag's dir. Aber was das? Erste, ich lüge da wegen deiner. Ich sag dir das nicht. Was das? Die Idee ist nicht einmal so schlecht. Ist auf einmal her. Ich sag dir was das? Gib mir den Scheck. Den habe ich schon eingelöst. Eingelöst? Ich habe die Vollmacht von letzten Jahr. Also dann gib mir das Geld, ich muss zur Meere. Das habe ich auch nicht mehr. Nicht? Damit habe ich die dringendsten Rechnungen zahlt. Also ein Futtermittel, nicht wahr? Setzlinge, wer aus Bitte, herauf. Na ja, gut, nicht wahr, mein Lieber. Du musst dich halt, mit der Meere kannst du dich heute nicht spielen. Nicht wahr, geh runter zum Teich und spiel dich mit den Fischen. Ein Wechsel ohne Geld, eine Heirat ohne Frau, das ist arg. Aber die Mary ohne mich, das ist noch ärger. Und kein Mensch ist da, der mir hilft. Servus, Heinrich. Ist schon da. Servus. Erst dich schickt der Himmel, du kommst vom Himmel. Nein, nein, von der Bahn. Gesegnet sei die Bundesbahn. Du, Heinrich, ja. Du musst mir ein bisschen was buhlen. Na ja, ich schreibe zwar Romane, aber keinen utopischen, Heinrich, nicht? Du, aber dein reicher Schwiegervater unterstützt na, dich. Leider nicht mehr, und daran bist du schuld. Wieso ist er? Ist er hinter unser Geheimnis gekommen? Nein, noch nicht so. Warum werden denn deine Fische immer kleiner und weniger? Wo er sich beschwert? Die Kunden heißt, in seinen Fischgeschäften gibt es bereits Tumulte. Gegen deine Riesenkapfen ist ja ein Wasserfloh direkt am Moby Dick. Jedenfalls will mein Schwiegervater hierher kommen und auf dem Karpfenhof nach dem Rechten sehen. Was soll er nur? Da bist du verrückt? Er glaubt doch, dass ich hier der Besitzer vom Karpfenhof bin. Du weißt doch, er wollte doch nur einen Schwiegersohn haben, der Fischzüchter ist, nicht? Ja, naja, darum habe ich ja auch aus alter Freundschaft zugestimmt, dass du dich als Besitzer vom Karpfenhof ausgibst. Also aus alter Freundschaft ist gut. Dafür habe ich sehr schön blechen können, mein Lieber. Und außerdem habe ich die ganze Zeit die Lieferungen für dich in die Fischhandlungen durchgeführt. Und dabei hast du auch sehr schön verdient. Also sehr schön. Jedenfalls musst du mir für einen Tag den Karpfenhof abtreten. Du kannst in meiner Stadtwohnung übernachten. Da war ich ja bei meiner Mary. Bei wem?
Ich meine, das kostet natürlich ein bisschen was. Also gut, da hast du 1000 Schilling, aber du musst sofort abreißen. Ja, ich geh mich gleich umziehen. Du, übrigens, dem Lukas muss ich das noch sagen, gell? Sonst haben wir den Ballerwatsch bei mir. Ja, Lukas, ja, erklär ihm den Ballerwatsch, ich meine die Situation und beeil dich. Ja, ja, Lukas! Ja, Lukas! Du brauchst schon ein Buch über Fischzucht. Dynastie der Bärschlingler. So, hoffentlich kommen die Beute. Das ist aber Lukas, das muss die verflixte Krawatten. Ja, sind immer wieder andere her. Gut, die passen doch alle nicht zum dunklen Anzug. Lukas, wissen Sie bereits alles? Ja, ja. Ja, ich weiß alles. Nur nicht, wo seine Krawatten ist, ne? Lukas, wie schaue ich aus? Wenn ihr das sagt, sind sie böse auf mich, oder? Ich meine, als momentaner Besitzer vom Karten. Ludwig! Oh, was ist denn? Bring mir die Krawatten! Nein, lass auf! Bist du? Weg, du! Ohne Krawatten! Ich bin doch der Karten! Lukas! Eine Hosen! Was ist denn da los? Also dem Lossein, der ist in den Karpfenteich gestürzt. Ja, vom Mustang ist er angeflogen. Ja, da wollte man gerade andere Hosen anziehen. Also das ist wirklich ungebührlich, so vor meiner Tochter einzutreten. Binden Sie sich wenigstens die Krawatte um, ja? Ja, bitte sehr. Gut, bitte mal geschwind die Krawatte. Wieso? Ich glaube, das ist ein Selbstmünder. Blöder Witz. Wer ist denn dieser kuriose Herr? Mein Fischmeister. Wer will denn da nicht? Das ist der Herr Lukas. Das ist der Gehilfe vom Fischmeister. So, schon trinken Sie denn mit den Augen? Ich bin der Fisch. Was ist denn da, oder wer? Ja, er ist ein Fisch. Hecht heißt er. Ja, Hecht heißt er. Lukas Hecht. Sehr angenehm. Ja. Apropos Hecht, also in eurem Karpfenteich muss ja schön ausschauen. Eure Karpfen sind ja lauter Spinnerl, ja. Die werden ja immer kleiner. Das gewollt. Wir wollen es umbauen auf Sardinen. Ne? Der Karpfen in der Wegwerfdose. Ne? Wer macht noch Witze? Das kommt davon, weil der Ludwig viel zu weich ist als Chef vom Karpfenhof. Der Ludwig ist da vorne. Zu weich als Chef vom Karpfenhof. Er schaut gewissenhaft auf Zucht und Ordnung. Aber die Fischzucht ist nicht in Ordnung. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Sie schicken zu wenig Geld. Was? Haben Sie denn eine Ahnung, was das da für Spesen sind? Bitte, dann haben Sie mal die Rechnungen. Futterrechnungen, Ankauf von Setzlingen, Wehrausbesserungen für das Forellenwasser, Luftpumpen für den Karpfenteich. Tja, wenn das so ist... Die Karpfenzucht scheint mir höchst unrentabel zu sein. Ja, wir haben eh schon auf Goldfisch umstellen wollen, nicht? Aber meine, der Goldpreis ist so stabil jetzt. Rechnung, Nachtfalter? Ja, was heißt denn Nachtfalter? Ja, Nachtfalter, das ist ein Potenzmittel für die Kabeljau. Zwei Flaschen Champagner? Was heißt Champagner? Ja, unsere Fische sind verwöhnt, nicht wahr? In der Früh kriegen sie Flaschen, nachmittag kriegen sie Flaschen, in der Nacht heuern sie dann ein paar Piccolo Sekt rein, nicht? Damit Abendanzug? Naja, für die Pinguine. Ja, ne? Schwiegervater, du hast jetzt alles gesehen, du kannst beruhigt wieder nach Krems. Ja, gute Eier. Holt mir doch gar nicht ein. Ich schau mir jetzt das Forellwasser und den Karpfenteich an. Ja, aber dazu ist es doch schon viel zu spät. Ja, genau, es ist ja schon 6 Uhr. Ja, unsere Fischer schlafen ja schon, ne? Also, Ludwig, ich sehe schon, du bist dieser Sache nicht gewachsen. Ich werde die ganze Sache jetzt in die Hand nehmen. Du sollst in einem Tag schaffen, Schwiegervater. Oh, ich bleibe 6 Wochen. Was? Also schön, da reden wir morgen drüber. Ich muss jetzt zum Bus. Wo fahren Sie denn hin? Ja, in die Stadt. Was, jetzt nach 6 Uhr? Ja, ja, der Fischfutter kaufen. Ja, klar, die Nacht heute fliegen ja erst ab 9 Uhr. Ja, ne? Nichts da, Sie ziehen sich um, wir steigen in den Teich. Ja, aber... Kein Aber, schließlich sind Sie der Fischermeister. Was bin ich? Ein Fischermeister, nicht? Na schön, ich fahre jetzt erst einmal in die Stadt. Ludwig, sprich ein Machtwort. Was, ich? Nein. Nein? Ja, Herr Fischermeister, Sie bleiben da. Was, Sie? Und sofort. Aufziehen, sofort. Na, zeige eine schöne Unterhose. Bitte nicht, ja?
Arbeitskleidung natürlich, ja? Bitte, bitte, der Hamas, der Bus ist im Moment abgefahren. Ja, genau, ist und der nächste geht erst um 5.40 Uhr mit der Frivortour. Arbeitskleidung, Marsch, Luca. Ja, also warum bin ich nur Fischzüchter geworden? Stell dich um auf Mustang, nicht wahr? Oder auf Schimmen, aber auf Reise, gell, damit der Na, das ist ein unsympathischer Mensch, dieser Fischermeister. Alles dann, wo ist mein Zimmer? Naja, da habe ich ein Cremeswand. Lukas, bitte führen Sie meinen Vater in unser Gästezimmer. Ins Gästezimmer, na ja, ist ein bisschen dann. Lukas, bitte den Koffer. Ja, bitte bedienen Sie sich. Übrigens, Ludwig, tun Sie dich auch um, da kommst mit. Ein Chef muss über alles Bescheid wissen. Bitte, Herr. Ja, Herr Fischer, sieht schon gut aus. Na, was macht man jetzt? Ein schönes Schlamassel hast du mit Eben auf. Was ist nicht, du hast mich hineingeritten. Jetzt streit's euch nicht. Wir müssen einen Ausweg finden. Ich sitz da und die arme Mary wartet auf mich im Nachtfalter. Die arme Mary? Sag, bist du leicht verlobt? Na, wo ist halt verlobt? Verheiratet? Das ist ja nicht wahr. Das hat der Lukas meiner Tante vorgeschrieben. Ja, damit man einen fetten, dicken Scheck kriegt. Kann man nur seine eigenen Verwandten so anschwindeln, voll geschenkt. Also du hast das notwendig, du Oberschwindler. Also streit's euch jetzt nicht, denkt's lieber nach, ja? Ich verstehe nicht, wie der sein Fischgeschäft in Krems so lange allein lassen kann. Na ja. Er hat ja gute Angestellte. Es geht auf die Idee. Also, du, ich sag das. Also bitte streit's euch jetzt nicht. Ich hab gesagt, denkt lieber nach. Der Vater muss ja von da weg. Ja, und wir auch, Mutzelmaus. Ja. Ich habe eine Idee. Ja? Ich habe eine Idee. Wir sagen, verstehst du, in sein Fischgeschäft geht's runter und drüber, nicht wahr? Die Steckerfisch hat die Haring. Gut. Na? Also Lukas, darf ich bitte mal ein bisschen mehr Ernst bitten? Ja, ja. Oder der weiße Hai frisst die Forellen. Auch nicht gut. Ich hab's. Und zwar, die Gesundheitsbehörde führt bei ihm eine Untersuchung durch. Gut, das ist eine gute Idee. Lukas, geh bitte, gehen Sie sofort meinen Vater anrufen. Ja, dann geh ich anrufen. Nein, Mann. Der wäre einfach so. Warum soll ich nicht anrufen? Ja, weil Sie dazu der Geeignetste sind. Ja, Sie ja. brauchen mir bloß sagen, dass alle Rundmäuler, Knorpelfische und Schmelzschupper einfach dringend untersucht werden müssen. Ja, du brauchst ihn ja nur markieren. Den Knorpelfisch. Was? Den Beamten. Ja, den Beamten. Ich glaube, den Schmalzbrotfisch da. Den Lukas, sagen Sie mal was. Was machen Sie denn da? Ich hab da Lukas, doch nicht von da. Nein. Das geht doch nicht. Vom Fischbocker aus. Ja. Passen Sie auf, Lukas. Ja. Und wenn Sie anrufen, ja, dann müssen Sie das mit einer anderen Stimme tun. Glaubst du, dass mir einer seine Stimme legt? Hä? Sie müssen Ihre Stimme einfach ändern. Ja, das tue ich nicht. Ich habe nur die eine, ne? Sagen Sie einmal, Lukas, können Sie stottern? Stottern? Ja. Nein, aber jodeln kann ich, jodeln. Können Sie lispeln? Wie geht denn das? Ja, das ist so. Sie müssen einfach sagen, dass Sie etwas sagen wollen, was Sie Ihnen erzählen und erklären wollen. Das müssen Sie wissen. Da fallen mir ja die Zehnte aus. Nein, da kann ich doch lieber stottern. Ne? Lukas, wissen Sie was? Na? Ich glaube, Sie sind ein bisschen blöd. Na ja, das ist, da beleidigen Sie mich nicht, ne? Weil die anderen sagen, ich bin ganz deppert. Ne? Lukas, ja? Dann fahren Sie vom Fischpapa aus anrufen, ja? Dann passen Sie bitte ja auf, dass er nicht mithört. Na, das ist ja ganz einfach, nicht wahr? Mit den zwei Händen halte ich ihm die Ohren zu, mit dem linken Fuß halte ich ihn her und mit dem rechten wähle ich. Ne? Lukas! Sie kündigen für morgen eine Großgesundheitsprüfungskontrollrevision an. Na, das ist leicht, das merke ich mal, ne? Gesundheit. So, geh schon jetzt. Ja. Geh schon, ne? Ich weiß schon, was Sie ihm sagen, ne? Ich sag, die Verhöhnen haben Sie angestoßen, ne? Was ich... Meine Gott, na, hoffentlich klappt das Ganze, ne? Glaube ich, geht der erste Bus. Ja. Ja, vielleicht geht vorher noch ein Zug. Ja, das ja, können wir. Wir müssen nachschauen. So. Ja, was ist denn los? Ihr seid doch gar nicht umgezogen. Ich hab mein Zeug beim Teich. Los, Abmarsch. Ludwig, du zieh dich auch um. Okay, Ludwig, geh, da drin findest du alles, was du brauchst. Das eine weiß ich bei meinem neuen Roman, Der alte Mann und der See, da streiche ich den Mann und den See weg.
Nur das Alte lass ich. Hat nicht das Telefon geklingelt? Ja, ja, hat nicht das Telefon geklingelt? Schön, so, ich hab nichts gehört. Radoscha, her. Ein Handbuch über Fisch. Bitte nicht verblättern. Ich hab sie noch gar nicht aufgeschlagen. Ja, Gott sei Dank. Da gehört das Buch Ihnen? Nein, nein, das gehört dem Chef. Er studiert daraus. Ah, also das gefällt mir wieder vom Ludwig. Ja, hat nicht das Telefon geklingelt? Hat nicht das Telefon geklingelt? Ja, sag einmal, was habt ihr denn immer mit dem Telefon? Nichts, gar nichts. Vielleicht war es auch nur draußen an der Haustür. Jetzt, Herr Fischermeister, können Sie mir da ein bisschen den Hosenträger richten? Ja, bitte. Na, da sag ich ja. Halt! Halt! Da ist was ausgefallen. Halt! Na, so, halt! Na, so, okay. Also, halt! Na, so, halt! Jesus, na! Ein Foto! Also, das ist ja höchst unmoralisch, ja? Meinem geliebten Zuckerfischi, deine Mustang Mary, Ludwig, ein Zuckerfisch. Also dieser Ludwig. Sagt mir, was habt ihr denn? Nein. Nur ein Foto. Was ist denn das für ein Foto? Ein Fischfoto. Ja. Ein Zuckerfischi-Foto. Kein Wort von dieser Mustang Mary zu meiner Tochter, verstanden? Das kann ich Ihnen versprechen. Ehrenwort? Ehrenwort? Danke. Sie waren mir gleich so sympathisch. Ja. Sondern bitte, wo sind die Fische? Schwiegervati, wie schaue ich aus? Wie ein Zuckerfischchen. Wie was? Sag einmal, was willst du da mit der Schrotflinte in der Hand? Ah. Das ist beim Lukas seine Sache. Also komm, geht her. Halt, halt! Halt nicht das Telefon, Leute. Ja, halt. Felix, noch einmal! Hier läutet kein Telefon. Das Telefon hat geläutet. Hier läutet kein Telefon. Das ist aber ein sehr interessanter Artikel, den Sie da lesen. Wie denn niemand hingeht? Ja, das war vielleicht nur an der Haustür. Wirklich ein sehr interessanter Artikel. Oder Wecker. Interessant. So was Interessantes, interessant. Ja, bitte. Bin am Apparat. Natürlich. Selber. Sagen Sie mir, von wo haben Sie denn meine Nummer erhalten? Ach so, von der Kremser Filiale. Wie bitte? Was? Mein Zahnwal hat eine Plombe verloren? Blödsinn. Ich führe doch keine Wale. Ach so. Kontrolle vom Gesundheitsamt. Aber die war doch erst vorige Woche, die Gesundheitskontrolle. Ach so, aha, Wiederholungssystem. Fahndung mit dem Pferdenhund. Ja, morgen Vormittag. Das heißt Zwangsvorführung. Also gut, ich komme, ja. Das heißt, zuerst mache ich von meiner sechswöchentlichen Einspruchsfrist Gebrauch, ja? Was? Sie wollen mich versiegeln, aber Sie können doch nicht auf meine Fische den Kuckuck kleben. So. Also gut, ja, ich komme. Also, Kinder, es tut mir leid, ich muss zurück nach Greif. Nein, wir lassen die nicht fort. Also, und dabei haben wir uns so darauf gefreut, ja. Nicht wahr? Ja, ganz furchtbar. Also, das ist ja rührend, Kinder, aber Abschied muss sein. Ja, sag mal, Vater, wer war denn am Telefon? Ja, so ein kurioser Mensch vom Gesundheitsamt. Er hat gesagt, sie haben jetzt dressierte Fischdrogenhunde und die sind auf meine Fährte gekommen, die haben bei mir Witterung aufgenommen. Ja, sicher so ein blöder Witz von diesem Beamten. Ja, also ich gehe mich jetzt umziehen und fahr halt ab, nicht wahr? Halt, das geht ja gar nicht. Es fährt erst morgen ein Bus. Der Fischbacher kann Ihnen mit dem Lieferwagen nach Krems führen. Mein Gott. Sie sind ein Schatz. Entschuldigen Sie, dass ich vorhin so barsch zu Ihnen war. Macht ja nichts. Barsch ist auch ein Fisch. Ja, Petri, hey. Petri, Dank. Jetzt gibt es Schwindtelefon.
telefonieren. Hoffentlich funktioniert das Ganze. So. Und dann fahre ich gleich zu meiner Mary. Und wir fahren morgen im ersten Bus, gell? Hallo, hier Mary. Heinrich. Na, der grüne Heinrich. Ja, die Telefonrechnung vom Lukas wird bezahlt. Du, pass auf, Fischbocher. Du musst einen lieben Bekannten von mir sofort mit dem Lieferauto noch cremen. Das Lieferauto ist beim Service. Na, Traktor geht nicht. Nein. Geh herauf, erst mit einem Moped. Ja. Beiwagenmaschine. Ja. Bezahlung. Ja. Im Voraus. Ja. Ist in Ordnung. Kommst gleich. Aber natürlich mit der Beiwagenmaschine. Jawohl. Sehr brav. Aber was ist jetzt? Kommt der Wagen oder? Ja, jeden Augenblick, der Fischbacher wohnt nur ein paar Schritte. Also dann, Kinder, lebt's wohl. Ja, Wiederschauen, Vater. Und bitte, Vater, pass auf, dass du dich ja nicht verkühlst. Ja, im Lieferwagen kann man ja ein. Schnell weg, schnell weg. Der hat aber ein komisches Geräusch, dieser Wagen. Na ja, komm, geh mal. So, da bin ich. Schauen denn Sie aus? Fahren wir vielleicht mit einem Hubschrauber? Wo ist der Dachs? Ach ja, warten Sie. Ja, da haben Sie 300 Schilling und fahren Sie sehr vorsichtig und sehr schnell. Ich meine, nicht so schnell. Ja, ich werde jeden Fußgänger überholen. Ja. Danke vielmals. Also, fahren wir. Bleibt gesund, alle miteinander. Ja. So. Auf Wiedersehen! Na, hoffentlich nicht! Gott sei Dank, die sind wir los. Ja, da war der Hinterwilde mit seiner Maschine. Na, wir haben telefoniert. Hä? Blöd. Ihr müsst so fragen, ihr so viel groß. Also, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Was ist das? Die werden doch nicht zurückkommen. Nein! Ich musste meine Kur unterbrechen. Ich will deine Frau kennenlernen. Wo ist sie denn? Die Frau. Meine Frau. Ja, weißt du, dann, das ist es. Hier ist die Frau von Heinrich. Ne? Das ist der neue Besitzer von... Was? Ich weiß schon, was ich tue. Ich gehe wieder zum Fischbacher. Ne? Ich rufe die Tante an. Ne? Ihr dürft sie jetzt nicht abfahren. Da wirst du mich vielleicht zurückhalten. Ja. Na, dich nicht, aber die Delphine. Na, schließlich ist sie meine Frau. Also bitte, das ist wohl die Höhe, ha? Meine Tante glaubt, dass du meine Frau bist. Ach. Na, was soll ich denn der Tante sagen? Sag deiner Tante, dass es deine Frau mit dir nicht mehr ausgehalten hat. Was überdies durchaus glaubwürdig ist, mein lieber Heinrich. Du hast da von mir den Karpfenhof ausgeborgt und ich borg mir deine Frau aus. Also, da ist doch ein bisschen ein kleiner Unterschied. Dieses Ansinnen ist unmoralisch und demütigend. Du hast mich gedemütigt. Du hast mich als deinen Fischmeister ausgegeben. Du hast mich als deinen Fischmeister ausgegeben. Nicht? Das war nicht ich, das war der Lukas. Aber eben, dein Lukas ist ein Allschuld. Richtig. Er hat mich ja zu seiner Frau gemacht. Ja, er hat mich verheiratet. Er hat mit der Tante telefoniert. Er hat mit meinem Scheck mein Geld eingelöst. Er hat dieses blödsinnige Telefongespräch mit dem Vater geführt. Er hat mit seiner Idee Drogenhund fast alles verpatzt. Er hat in infamster Weise meine Schulden zahlt. Er hat's doch eigentlich nur gut gemacht. Zugegeben, aber wir reisen ab. Ja, ich hole den Fischbacher mit seinem Hubschrauber. Er ist noch nicht aus Krems zurück. Dann fahren wir mit einem Taxi. Ja.
gibt es hier nicht. Wir fahren nach Hause, wenn es auf Rollschuhen rein müsste. Man soll unsere Mäntel. Ja. Ich werde schon im Vorzeig aufstellen. Ja. Wann sein muss, vor allem mit dir einen Schub kommen, gell? Ah, wir reiten nach Hause, wenn es sein muss, auf einem wilden Mustang. Mustang? Es tut weh. Ein Pferd, eine Republik für ein Pferd. Fischmeister, oh, ja, ein, du ein unsympathischer Kerl. Du, ich glaube, der ist eifersüchtig, ja, wie der deine Frau angeschaut hat. Ha. Also, Tante, das bildest du dir ganz bestimmt ein. Ja. Die Delphine ist ihm vollkommen gleichgültig. So, mir scheint die aber auch. Ja, wieso denn? Nein, du bist überhaupt nicht lieb zu ihr, nicht ein bisschen schnuckelig. Wo ist denn überhaupt? In ihrem Zimmer. Ihr habt getrennte Schlafzimmer? Nein, nein, ich meine in unserem Zimmer, weißt du? Sie fühlt sich nicht wohl. Na, es ist ihr übel. Ah. Ja, sie hat einen Schwindelanfall. Ach, na, sie liegt. Das sind Symptome. So, und Gott sei Dank, jetzt will nichts als fort. Wo willst du denn hin? Du bist fort? Ja, also, liebe Tante, einmal musst du es ja doch... Ja, dass wir einen Waldlauf machen wollen. Was? Komm, Liebling. Was, ein Waldlauf mit dem Koffer? Ja, da ist unser Jogging-Dress drin. Jogging? Aber Delfine, in deinem Zustand. Meinem Zustand? In welchem Zustand? Liebe Tante, weißt du, ich muss dir das erklären. Ja. An ihrem Zustand bin ganz alleine ich schuld. Ja, das will ich auch hoffen. Ja. Komm, Delfine, setz dich, setz dich. Ja, ist dir noch schlecht? Ja, wirklich, du schaust ganz blass, schaust du aus. Ja, ist ja kein Wunder, bei diesen Aufregungen. Ja, bitte. Nur keine Aufregung, das ist schlecht. Soll ich dir ein paar Gurkeln holen? Aber ja. Ja. Wie bitte? Bitte, ich hupf nicht so herum. Du musst dich schonen, Liebling. Setz dich nieder. Heinrich wird dich dann auf dein Zimmer bringen. Also bitte, mit diesem Mann gehe ich nicht auf mein Zimmer. Ach, jetzt verstehe ich. Ihr habt halt eh Krach gehabt, ein kleiner Streit. Aber Kinder, sicher warst du brutal zu ihr. Das wird vorbeigehen. Komm, jetzt versöhnt euch wieder. Bitte, Tante, nicht. Du, sei nicht so nachtragend. Also, Tante, bitte lass das. Du bist nicht trotzig. Schluss jetzt. Bussi. Na, geh mal, Bussi, Bussi geben. Nur schnell. Bussi, Bussi. Ja, also schön, wenn man einen Streit aus der Welt schaffen kann. Na, was ist Bussi, Bussi? Schnell. Na? Ja, die lieben Kinderlein. Ich habe mich nicht gewehrt, ich habe mich doch nicht wehren können. Ich wurde vergewaltigt. Also da übertreibst du aber ein bisschen, gell? Aber Heinrich doch nicht von dir, von der lieben Tante. Ja, meine die Wut hat er auch. Mein Mann lauscht und dein Mann ist mir auch noch schuldig. Hab mir doch, die Tante ist an allem schuld. Einmal ist die Tante daran schuld, dann wieder Lukas. Wir reißen ab, Delfine. Ja. Womit? Ich habe einen Traktor aufgetrieben. Also gut, reißt's ab. Aber du wirst mich noch auf Knien bitten, dass du da bleiben darfst. Also da wirst du alt und klein und sich werden, mein lieber Heinrich. Jo, ich glaub, der Traktor ist schon da. Komm, Ludwig. Schnell, bitte. Ja, schnell. Ich gehe von hier. Vater. Der Morgan. Das ist der Da bin ich wieder. Freut ihr euch? Ja, riesig. Es reißt nicht ab und es reißt nicht ab. Ja, ich glaube, jetzt wird mir wirklich schlecht. Warum bist du denn zurückgekommen? Der Beiwagen ist durchgebrochen. Glücklicherweise hat mich ein Traktor, der gerade hierher unterwegs war, mitgenommen. Ich habe natürlich gleich mit dem Fokus telefoniert. Wer ist denn das? Mein Gremser Filialleiter. Er wird alles regeln. Übrigens, die Gesundheitskontrolle kann morgen nicht stattfinden. Warum nicht? Weil morgen Sonntag ist. Ludwig, warum fährst du nicht ab? Da draußen stottert schon dein Traktor. Wir bleiben draußen. Das geht nicht. Warum? Weil ich noch nicht alt und kleinwunzig bin. Und jetzt wird deinem Schwiegervater alles erzählen. Lieber Herr Gretler, der Karpfenhof. Ich bitte dich. Was hast du gesagt? Ich bitte dich. Hast du bitte gesagt?
Der Karpfenhof und alle seine Bewohner sind sehr erfreut, dass sie mit ihrer Anwesenheit noch weiterhin verschönern wollen. Na, das hat er lieb gesagt. Sehr lieb. Sehr lieb. Also gut, ich bin einverstanden, dass du mir weiterhin deine Frau borgst. Oh, und ich borge dir dafür den Karpfenhof. Erpresser! Also, Wundner, du und die... Herr Gretler! Also ich bin wirklich glücklich, dass ich wieder in eurer Mitte weilen darf, überhaupt nach dieser Fahrt. Ich hab der Delphine gerade davon erzählt. Ja. Sagt's einmal, wieso seid ihr denn alle reisefertig? Ja, weißt du, Vater, das war nämlich so... Ja, Schwiegervati, das war nämlich so... Ja, wir wollten dir nämlich nachfahren. Ja, also Kinder... Das ist rührend, aber nicht mehr notwendig. Wir bleiben alle miteinander da. Wir bleiben alle miteinander da. Bleiben alle miteinander da. Joko. Ludwig, komm, du musst dich ein bisschen niederlegen. Du musst dich ein bisschen ausruhen. Ludwig, mir ist so schlecht. Mir ist so schlecht. Joko. Die Delphine ist schlecht, die wird doch nicht. Na, so was Blödes, ja. Stell dir vor, da hat er einen Traktor von unserem Händelstall hingestellt, nicht wahr? Hat vergessen, dass er nachgestellt hat, dass die ganzen Händel sind narrisch, nicht wahr? Der Hahn ist schon nachgefallen, nicht wahr? Ja, weil er mit dem Traktor kämpfen hat wollen, nicht? Ich fahr den Traktor weg, ja, Heinrich, gib den Hahn einen kalten Umschlag, Also die Fahrt mit dem Fischbacher war sehr anstrengend. Ist er so nahes gefahren? Ja, im 5-Kilometer-Tempo. Ich habe mehr anschieren müssen, als ich gefahren bin. Aha. Aber jetzt gehe ich auf mein Ziel. Ja. Ist das ein Gespenst! Unverschämt. Was ist denn? Wer ist denn dieser grässliche Kerl? Der grässliche Kerl ist der Papa von der Delphine. Entsetzlich, das arme Kind. Sag mal, Lukas, wer ist denn diese Vogelscheuche? Diese Vogelscheuche ist die Tante von unserem Chef, ne? Oh, armer Ludwig, schöne Verwandtschaft. Gestatten, Gretler, mein Name. Ursula Löwenzahn. So schaut's aus, ne? Lukas, in meinem Zimmer zieht es derart und ich vertrocknet. So, bitte, tun Sie etwas dagegen. Ja, ich werde die Luft umleiten. Ja. Ich gehe jetzt schwimmen. Schwimmen? Ja. Fahr aber bitte nicht in die Fischteich, sonst werden die Fische hin. Ne? Oh, Sie scherzen. Ich habe meinem Arzt versprechen müssen, dass ich jeden Abend ein paar Runden schwimmen. Ja, das ist ja verständlich, nicht wahr? Das sollten Sie auch tun. Das ist gesund für den Bauch. Na, die hat's notwendig. Aber wo soll denn jetzt ich schlafen? Ja, ich hab da vorne aber nur eine Zimmer, nicht wahr? Ja, bitte, Lukas, jetzt ist er leicht. Ja, wir können uns ihn wieder nehmen, nicht wahr? Wenn er leicht ist, nicht? Also, eins sag ich noch, wenn die da bleibt, fahr ich fort. Ja, das war ein Glück, nicht wahr? Also, bei uns geht's so was. Katastrophenhilfe. Lukas. Was ist denn? Haben Sie einen Conny? Der Conny, ich habe keine Ahnung, aber einen Schliegowitz habe ich, wo? Auch gut. Ja, ist auch gut, nicht? Sag's, Herr Anzenhofer. Bitte. Ludwig, sag's. Wie arbeitet denn überhaupt ein Schriftsteller? Ja, zuerst denkt er. Zuerst denkt er und dann? Und dann schreibt er. Zuerst denkt er und dann schreibt er. Da haben sie noch nicht viel geschrieben, nicht wahr? Lukas, im Gegenteil. Ja. Ich bin sehr fruchtbar. Ja, was sagst du? Fruchtbar. Ja. Also passen Sie auf. Zuerst einmal werfe ich meine Gedanken aufs Papier. Bitte, warum werfen Sie es denn? Ja, damit Sie dort stehen. Ach, dann müssen Sie es zuerst werfen. Damit sie dort stehen, ne? Ja. Und dann fasst mich eine Flut, ein Schwall gleich einem dosenden Wasserlauf. Aha. Der hätte Installateur werden sollen, ne? Ein Schwall von Bildern, Gefühlen. Lukas,
Ja. Ich glaube, mich küsst die Muse. Was, Christina? Die Muse. Ich meine, ich habe Gedanken, Ideen, Gefühle. Ja. Bitte, bitte schreiben Sie mich. Ja, schreiben Sie. Bitte, Sie haben... Ach, wollt ihr noch was einwand, die Muse? Ja, küsst, na ja, dann nehmen wir es heute an. Ne? Unsere Triebe sind wie nacktes Fleisch. Verzeihen Sie bitte, warum sind unsere Triebe nackt? Ne? Naja, weil ich das so fühle. Ja, wo? Na, in mir. Ah, das ist ja nur dies. Schreiben Sie, unsere Triebe sind wie nacktes Fleisch, ja. Komma. Komma? Ja, komma. Warum soll ich kommen? Ich bin nicht da. Na, ich meine, einen Beistrich sollen Sie machen. Nicht. Ein Beistrich ist ein Komma? Ja. Also schreibt. Dann ist ein Punkt der Geber, ne? Nein. Nicht? Also schreibt. Ja, ja, also ja. Unsere Triebe sind wie nacktes Fleisch. Ja. Offen liegen sie vor uns. Jeder Mann kann sie erkennen. Mhm. Semikolon. Bitte, was für Säme, Herr? Semikolon, das ist ein Beistrich, ein Punkt oben. Ein Komma mit einem Gema. Was? Ja. So ein. Bitte. Also. Unsere Triebe sind wie nacktes Fleisch, ja? Dann schreiben Sie. Ja, schreibe ich. Semikolon? Ja, Semikolon? Ja. Nein, das steht jetzt schon, ja. Etwa. Semikolon? Ja. Noch ein Semikolon? Da kommen wir dazu, nicht wahr? Und ein Duokolon. Das ist ein Ausrufungszeichen. Nein, also hören Sie damit auf und schreiben Sie. Ja, ich schreibe die ganze Zeit. Also, schreiben Sie. O. Sie! Von der O, da war sie eine Geschichte. Mein Lieber, ich bin rot geworden, wie ich es gelesen habe. Lukas, das ist doch keine Person. Das ist doch keine Person, na? Sondern ein Jammerlaut. Ein Jammerlaut, ja. Na bitte. Warum schreiben Sie O, 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 4 O? Das ist eine ganze Jammerei. Also durchstreichen. Ja, das hat mir aber also gerade gefallen, Herr. Schreiben Sie, oh, wie schwer ist es doch, die Seele zu beschreiben. Na, dann los muss, ne? Bleiben Sie und schreiben Sie. Ja, also, schreiben Sie. Fangen wir wieder an. Ja, also, fangen wir wieder an. O. Ja. O. Nicht so ein O, na? Sondern O. Na, O ist ein O, ne? Schauen Sie mir auf den Mund. Na, da sehe ich was, ne? Schauen sollen Sie. Ja. Was haben Sie gesehen? Der linke Stocksand, der ist ein O. Ich meine doch O mit H, zwecklos. Also schreiben Sie. O, wie schwer ist es doch, die Seele zu beschreiben. Ja. Denn nur die Homerose. Bitte, was für Hemd und Hose? Homerose, die Homerose, das ist griechisch, Sie ungebildet, kennen Sie. Und bedeutet Veredelung. Griechisch kann ich nicht. Also, bleiben Sie weiter. Denn nur die Veredelung des Geistes vermag ihn, den Körper, treuloser, tändelnder Knabe, er. Wer er, bitte? Mein Körper. Aha. Mein Körper tändelt? Sagen Sie bitte, Herr Ernst Nover, ist unser Bürgermeister auch ein treuloser, tändelnder Knabe? Ja, ne? Na, wann ist die Opposition drauf? Also hier weiter. Vermag ihn den Körper, treuloser, tändelnder Knabe, ja, von der leichthin lustvollen Last zu genesen. Haben Sie? Genesen? Na, ich glaube, ich weiß nicht. Genesen schreibt man doch nicht mit Umlaut A. Genesen kommt doch nicht von Nase. Na, nicht von der Nase. Na, Herz. Nach der Grippe sagt man doch, die Nase genesen. Lukas, machen Sie einen Punkt. Was? Ein Komma? Einen Punkt. Dann gehen wir. Lesen Sie vor. Ja, bitte, bitte. Nicht wahr? Das ist ja ganz pinkel geschrieben da. Unsere Triebe sind wie nackertes Fleisch, deshalb sind wir auch Komma. Aber jedermann kann sie erkennen, dafür gehen wir wieder heim. Ja.
sagen Sie, was für einen Blödsinn haben Sie denn da geschrieben? Wie fragen Sie was? Sie haben mir das Durchgestrichene des Textes mitgelesen. Na ja, das wird vor jetzt aber Herrn. Von dem leben Sie da? Ja, ja. Na hört's, na ja, wenn es niemand weiß, ne? Sag's einmal, Herr Arzenhofer, sagen Sie, schreiben Sie auch Krimi? Um Gottes Willen. Nein, ja. Tja, habe ich ein Angebot vom Killer Verlag, eine Krimiserie zu schreiben. Ja. Ja, aber dazu habe ich wirklich keine Zeit. Was zahlen denn die? Was ja, die? Für jeden erschossenen 100 Schilling. Für jeden erschossenen 100 Schilling? Da verdienen sie ja die Autoren deppert, gell? Lukas, ich habe eine Idee. Heißt die Muse schon wieder da, gell? Ich meine, ich habe ein Geschäft für Sie. Ja, was? Wenn Sie diese Tante und meinen Schwiegervater von hier wegbringen, bekommen Sie von mir 1000 Schilling. Für jede Person? Ja, einverstanden. Aber Sie müssen hier die Hölle heiß machen. Na, für 2000, da wird die Hölle höchstens lauwarm. Also gut, 3000. Nein, fangen Sie gleich zu ekeln an. Jo. Und haben Sie keine Hemmungen. Und heiß muss es werden. Ja, Lukas, sehr heiß. Mhm. Mein Lieber, das ist ja. Das ist ein gesunde Hocken, nicht wahr? 100 Schilling für jeden Erschossenen. Fantastisch, was? Aber die 3000 Schilling sind auch nicht schlecht, nicht wahr? Was hat die gesagt? Sie kann keinen Zug vertragen. Ich weiß schon, was ich tue. Ich häng die Fenster aus und unter das Bett stelle ich ein Ding rein. Lukas, das hält man ja nicht aus da drinnen. Da hat es eine Hitze in dem Zimmer. Da erstickt man ja förmlich. Also alles vertraglich. Nur keine dumpfe Luft. Ich muss ein bisschen Luft schnappen. Ja, 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 ja. Das hält man nicht aus da drinnen. Ja, gut, nicht, das ist ja. Na ja, gut, also. Also der kann wieder kein Dennis Zahs. Ich weiß schon, was ich tue, da wird es nur wärmer, nicht wahr? Jetzt gehe ich auf jeden Fall mal zu der Tante rein und richte das Gesicht. Ja, gut, dass ich Sie getroffen habe. Herr Fischermeister, das wäre wirklich sehr nett von Ihnen, wenn Sie das arrangieren könnten. Ich glaube, der Zimmertausch wird ja kein Problem sein. Oder soll ich mit der Tante reden? Nein, ich rede schon mit ihr. Das ist gut. Besten Dank im Voraus. Ja, bitte, bitte. Nein! Das Zimmer betrete ich nicht mehr. Keine frische Luft, Atemnot, nicht genügend Ozon für die Gehirnwindungen. Na also, da wird man ja ganz noch blöd da drinnen. Noch blöder? Da haben Sie was gesagt? Na, ich meine, Sie sollten sich vielleicht ein bisschen erholen. Draußen an der frischen Luft machen Sie ein paar Lockerungsübungen. Ich rede inzwischen mit der Tante wegen des Zimmertausches. Sie sind so gut zu mir wie ein leiblicher Sohn. Also das ging mir gerade noch ab. Ich rede mit der Tante. Nun denn, so will ich den Spott huldigen. Sauerstoff ist kommen. Für den Grimme ist mir schon was Großartiges eingefallen, nicht wahr? Der Graf, das ist der mit den Zacken, nicht wahr? Der liegt am Boden, ist erschossen, weil er ein Erschossener ist. Über ihm beugt sich der Kommissar, genannt der Alte, nicht wahr? Wie er da so schaut, der Butler liegt auch da. Auch erschossen. 100 Schilling, Nummer 100 Schilling, sind 200 Schilling. Wenn wir schauen wollen, wo ich den Ventilator finde, wo hole ich denn? Vielleicht ist er im Kosten drin. Also 200 Schilling hätte schon für mein Grimme. Nicht wahr? Ja, aber halt! Jetzt ist mir nur was eingefallen. Nicht wahr? Der Papagei. Der Papagei liegt am Boden in seinem Käfig. Oh, auch erschossen. Ja, aber für ein Viech zahlen sie vielleicht nur die Hälfte, 50 Schilling. Das sind 250 Schilling. Nur was? Der kleine Papagei, der. Das Bauerl hat sich versteckt. Der Hugo, der liegt da hinten, den hat er auch erwischt. Der Killer. Das sind nur mal 50 Schilling. 300 Schilling, mein Lieber, mein Grimme, das summiert sich. Ja, liebe Tante, ich hätte eine große Bitte an dich. Ja, du, ich hätte auch eine kleine Bitte.
Ich möchte nämlich das Zimmer von deinem Schwiegervater haben. Das ist bestimmt viel schöner als das meine. Du willst das Zimmer von... Ja. Ist mir aber sehr unangenehm. Ja, ich weiß, aber schau, ich hätte es halt so gern. Na, weißt du was? Ich rede mit ihm. Ja? Dir zuliebe tue ich alles, ich rede mit ihm. Du bist ein guter Punkt, du bist ein... Oje, ich habe meine Badetasche am Teich vergessen. Ich hole sie mir gleich. Ja, du weißt, du, was mir an dir so gut gefällt. Deine Aufrichtigkeit gefällt mir so gut. Ja, die bin ich ja ganz besonders stolz. Danke, ich begleite dich das Stück. Das ist der zweite Fenster. Also, mir schon wieder was einfällt für den Krimi, nicht wahr? Ein Al Capone ist ein Geburtstagsfest. Ein Geburtstagsfest, nicht wahr? Und da wird die Torte hereingeführt, die große, nicht wahr? Und das hat es noch nie gegeben, ich kann Film nicht. Und so einer, nicht wahr? Der Killer steigt auf und bang, 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 bang! 20 Erschossene, meine Leute. 2000 Schüler. 300 habe ich schon. Und die 2000 sind 2300. Mein Lieber, die können behandeln bei mir, wenn ich nicht. Herr Grimmler! Ja? Es ist mir gelungen, Ihnen unter größten Schwierigkeiten wieder zu Ihrem Zimmer zu verhelfen. Dass Ihnen das gelungen ist, das muss ja ein Kampf mit dem Drachen gewesen sein. Danke, Herr Siegfried. Wiederschauen. Jetzt muss ich nachschauen, dass meine ganzen Vorbereitungen bei der Tante stimmen, oder? Eine Rate, das ganze Zeug. Nicht nur da, na, die wird ja narrisch, wenn es den Zimt dann los, nicht im Anfang. Mein Lieber, bei der Tante, da wehen die Winde, ne? Die ist ja nur nicht, das ist ein Tornado, ist nicht da drinnen. Ja, jetzt geht's uns wieder vor, ich weiß schon, was ich tue. Den nagel ich die Fenster zu und einhatzen tue ich auch, ne? Aufregungen halte ich nicht mehr länger aus. Am besten ist, ich will mich nur in einen Tiefschlaf versetzen lassen. Ich brauche einen Zwetschgen. Ich habe direkt Herzklopfen. Das ist aber übertrieben. Wenn es, was der helle Morgen bringt. Herr Ulrich! Ja. Haben Sie es bei Ihnen? Was denn? Na, die 3000 da, hm? Soll das heißen, dass... Nur die Gänger und die Gänger, die alles kriegt. Delfine, es ist zu weit, Ludwig. Nein, Lukas, ich muss Sie umarmen. Nein, die 3000 da waren wir lieber, gell? Was? Delfine! Also, der Ihre... Was? Der Abend im Nachtfall, der ist nicht so anstrengend. Heinrich, du kommst zur rechten Zeit. Ja, was gibt's denn los? Naja, die Bombe ist gelegt, ne? Die fahren fort. Ja, und ich gehe jetzt die Fahne hissen. Ne? Und ich sitze dabei die Himmel. Ach, ja, und ich hole den Fischbacher mit der Beilrohrmaschine. Das ist ein guter Sprung. Ich bin nach Ihnen. Ja. Ja, es wird zerspringen, wenn Sie ein neues Zimmer sieht. Deine Freundlichkeit wird Ihnen bald vergehen. Nehme jetzt dieses Zimmer. Nur, da werde ich heute dieses Zimmer nehmen. Ja, das müssen Sie wohl. Viel Vergnügen. Viel Vergnügen. Die haben ja die Zimmer verwechselt. Sag mal, Lukas, war das die Schlacht? Ja, das war mein Waterloo. Ne? Herrlich, das Zimmer ist ja wunderbar. Ich bleibe natürlich jetzt hier. Lukas, Sie sind ein echter Mann. Sind Sie ein Mann, Lukas? Ja, ich weiß nicht, ich habe schon lange nicht nachgeschaut. Ne? Na, ich weiß auch nicht, was wir tun werden mit dem Zimmer. Ach, Lukas, das Zimmer ist herrlich und diese köstliche Luft. Danke, Lukas, ausgezeichnet. Ja, jetzt bleiben Sie überhaupt da, ne? Wenn wir den Mopen. Lukas! Ja! Sollen wir jetzt die Bundeshymne singen? Nein, da war mal schneller. Wo sind denn die Vorgäste? Ja, die Vorgäste sind ab jetzt Dauergäste. Ja, was soll denn das heißen? Dass die den ganzen Sommer da bleiben. Lukas! Ich möchte nur wissen, was für Trottel die Zimmer vertauscht hat. Das war ich. Das war... Schaut da ähnlich, ja, ne? Wie lange soll ich denn nur warten? Vor zur Hölle! Was? So viel Benzin habe ich ja nicht. Deshalb
bitte, Herr Fischbacher, sind Sie nicht böse, aber wir brauchen Sie wirklich nicht. Also Pflanzen lassen wir für euch nicht. Mein Fahrzeugpark steht euch nicht mehr zur Verfügung. Das nächste Mal könnt ihr mir den Schubkorn rauchen. Also mir hat das Ganze schon gedämmert. Die Zeitbomben waren auch krepiert. Jawohl. Heimlich hat sie die Zimmer tauschen lassen. Ja, und der Lukas hat nichts davon gewusst. Ja, und die Tante und der Onkel haben jetzt vor genau die Zimmer, die sie sich gewünscht haben. Ach ja. 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 Jetzt war ich da, Bruno. Also was machen wir jetzt? Mir fällt nichts ein. Ich habe eine Idee. Was? Nein, sind ja. Wir die Betten durch. Das ist eine Idee. Ja. Das ist eine Idee. Aber wenn die zwei drin liegen, ne? Aber nein, das hat auch keinen Sinn. Nein, wisst ihr was? Wir sagen, die Brunnen sind verschmutzt und das ganze Wasser ist vergiftet. Ja, dann saufen sie uns einen Wein aus, ne? Die Mal- und Klauenseuche ist ausgebrochen. Seit wann? Nein, das reicht mir doch schon ein. Na, da ist mein Debris. Na, was? Na ja, da hast du nicht sagen lassen. Also, wir, wenn die da bleiben, fahren wir vier. Ja, das ist die Lösung. Das ist eine gute Idee. So kommen wir wenigstens von da vorne. Ja, und ich komme zu meiner Mary. Also, pass auf, jetzt ist 8. Ja. Um 5:40 geht der Zug. Ja. Lukas, ja. Wächst mich um 4:30 auf. Ja, gell? Ja, du, pass auf, ich wächst dich auf, gell? Und wenn ich mich verschlafe, wächst du mir auf. Ne? Gute Nacht. Wer weiß, was in dieser Nacht alles passiert. Hier reitet das Unheil selbst im Schlaf. Ach, Schnusselputz, gar nichts wird passieren. Oh, Schnusselputz. Du tausend Küsse, Schnusselputz. Diese Leidenschaft. Du, das war mein Kreuz. Komm, hoffentlich hat uns niemand gehört. Schnusselputz, gehen wir schnell. Nein, sowas. Heinrichs Frau Schmutzelmaust mit einem fremden Mann. Na, wartet. Aber ich werde euch jetzt einsperren, so. Eingeschlossen im Liebesnest. Na, Herr Grickler! Herr Grickler! Herr Grickler! Ja, gibt's denn so was hier? Die Tanz fliegt auf den Fischstandl. So, wachen Sie auf! Ja, was ist denn los? Was wollen Sie denn? Wir müssen uns vereinen. Mein Blut ist in Wallung. Ach, so eine sinnliche Blattlaus. Wo brennt's denn? Ja, wo brennt? In der Tank brennt's, ne? Ich habe gerade gesehen, wie Ihre Tochter den Fischmeister geküsst hat. Was? Ja, das haben Sie sicher nur geträumt. Das ist geträumt. Solche Träume fallen mir nie ein, leider. Sie kennt doch meine Tochter. Aber viel zu wenig. Ich habe sie jetzt in dem Zimmer mit ihrem Liebhaber eingeschlossen. Das müssen wir bestellen. Ich werde wieder eingreifen. Sie müssen sich überzeugen. Sie ernst doch auf. Zupfen Sie doch nicht immer an mir herum. Das verbiete ich mir. Bitte, benehmen Sie sich doch nicht so wie eine Jungfrau. Was heißt Jungfrau? Ich habe eine Frau mit 4 Kindern. Na und sonst kennen Sie nichts? Das verbiete ich mir. Ich bitte, Sie müssen endlich eingreifen, Herr Grettler. Nein, ich bin auch schon überzeugt, aber von der Unschuld meiner Tochter. Ja, Unschuld, ich verbiete mir jedes Haarharzen. Ja, Ihre Ehrabschneidereien können die Liebe zu meiner Tochter nicht trüben. Eine Liebe? Das ist ja eine Affenliebe, was Sie da haben. Sie damit schon, dass ich ein Affe bin? Jawohl, ein Schimpanserich sind Sie. Also, das ist zu viel. Wenn ich ein Schimpanserich bin, dann sind Sie eine Klapperschlange. Sie sollten nicht Löwenzahn, sondern Giftzahn heißen. Stockfisch. Krokodil. Juhu. Es fließen schon die Krokodilstränen. Aber Herr Gretlich, ich wollte ja nur, dass Sie Ihre arme Tochter vor diesem Unhold beschützen. Tja, so wenn das so ja, ist. Ja, Sie müssen was unternehmen, greifen Sie ein. Ach, das werde ich. In meinem Zimmer steht eine Schrotflinte. Wenn dieser Fischermeister wirklich im Zimmer meiner Tochter ist, dann schieße ich ihn in der Mitte auseinander. Bravo, bravo. Das ist die richtige Bezahlung für diese Untat.
Und ich liefere Ihnen den Beweis. Heraus, Wüstling! Sie sind auf Ihrer Lehre. Was? Du im Zimmer von deinem... Herr Gretle, das... Wo ist denn der Gretle? Was habe ich, Halluzinationen? Na, Tante, sag mal, warum soll ich nicht im Zimmer bei meiner Frau sein? Aber das ist Lüge, Lüge. Ich habe den Fischmeister da drinnen gesehen. Wo ist er denn? Ja, aber Tante. Ja, Tantelein, was hat sie denn? Ja, Wahnvorstellungen. Wahnvorstellungen. Ja, denk einmal noch, Tante. Das kommt vor in unserer Familie. Denk an Onkel Otto. Aber Onkel Otto hatte doch den Seufzer, waren unser lauter kleine weiße Mäuschen. Und du siehst lauter Liebhaber. Glaubst du? Ja, ganz bestimmt. Komm, Tante, komm. Du musst dich ausruhen. Ja, komm, ja, führen wir's raus und spritzen wir's kalt an. Ja. Weißt was? Mach ich einen Tee. Nutzelmaus. Nutzelmaus. Aber ich habe doch gesehen, wie der eine in das Zimmer gegangen ist, weil der andere nicht drin war. Und deswegen kann natürlich nicht der andere drin sein, weil jetzt der eine da hineingegangen ist, weil der eine kann ja nicht der andere und der andere... Ah, der andere. Wo ist er, der Verführer? Wo ist er? Aufmachen! Oder ich schieße den Schlüssel an. Aufmachen! Los, ich wollte gerade schlafen gehen. Ach, du bist da? Ja, ich wollte schlafen gehen. Dann steckt der Liebhaber im Kasten oder unterm Bett. Was denn für ein Liebhaber, Schwiegervater? Der Liebhaber deiner Frau, meiner Tochter. Hey, das ist doch unmöglich. Deine Ehre und meine Ehre stehen auf dem Spiel. Los mit dir. Was? Ich muss jetzt noch nicht. Vorsicht, die Tante hat sich hingelegt. Ja, Gott sei Dank, alles in bester Ordnung. Alles in bester Ordnung? Dein Vater sucht einen Liebhaber. Was? Ja, komm es nur hervor. Ich hab sie schon gesehen. Ja, na, wir haben es gemacht. Liebe Trinan, Lea, ha, ha, da ist er. Sie, was wollen Sie im Zimmer meiner Tochter? Schieß, gib doch das Gewehr. Ich bin unschuldig. Aber das Herz hat's deppert, wo wir leer. Der ist ja unschuldig, der war ja bei mir daheim. Wir haben ja geschnotzt, haben wir. Ja, aber die Frau Tante, die Frau Tante hat ein bisschen durchgedreht. Ja, der glaubst die Tante, nicht? Komm, hängen Sie brav in ihr Niederlauen, nicht wahr? Die Tante, sehen ihre Sauna drin, nicht wahr? Und das Gewehr, das hängen Sie auf. Übrigens, das war nicht geladen, ne? Nicht geladen? Na, das könnt mit mir nicht machen. Da ist die Rechnung sofort zu bezahlen. Mir war, als hörte ich einen Schuss. Na, Sie haben uns nicht gehört, gell? Wie in einem Wildwestfilm. No, no. Was heißt, dagegen ist ja Dallas eine Muppet-Show. Ja. Ja. Guten Morgen, Lukas. Ja. Lukas, frühstücken Sie mit uns? Ja. Kommen Sie her, sagen Sie mal, wie geht's denn dem Fischkocher? Na ja, miserabel. Gut. Also Lukas und ich haben wir die halbe Nacht operiert. Ja, mit Magnet haben wir die Stuhl raus. Mit der Pinzette, nicht wahr? Mein Gott. Ja, Theobien. Der Arme. Und das Ganze ohne Narkose? Das heißt ohne Narkose, gell? Der hat ja ein paar Flaschen Schnaps gehabt. Oder sie anästiert. Lukas, darf ich dir ein Kaffee einschenken? Ja. Ja. Der schaut ja furchtbar aus, nicht? Der schaut ja aus wie der Stock in Eisen, nicht? Mein Gott, der Arme. Wollen Sie einen Mohnkipferl? Ein Mohnkipferl, ja. Ein Mohnkipferl. Nein, das kann ich nicht. Die Mohnkipferl schaut wie die Schrotkipferl aus. Was heißt das? Nein, kann ich nicht. Nein, ich möchte ein Kümmelweckerl. Ein Kümmelweckerl? Ja, da haben wir ein Kümmelweckerl. Nein, das ist ein
Was hat der Kümmer? Der schaut alles zurück. Ich weiß nicht. Ich sehe schon alle, weil den Fischbacher sein Ding von mir. Ich bin so sensibel, ne? Mein Gott, sie armer sie. Hoi! Was ist denn los? Was ist denn jetzt? Ich bin einfach. Na bitte nicht! Schon! Wir werden sagen, damit wir die zwei Engel mal vorbringen, werden wir sagen, der Fischbacher ist seinen Verletzungen erlegen. Nein, also bitte, Lukas, da mach ich nicht mit, ja? Das finde ich ein bisschen zu geschmacklos. Ja, da hat sie vollkommen recht. Recht hat sie schon, aber der Zweck heiligt die Mittel. Was weiter, Lukas? Ja, wir werden sagen, die Gendarmerie ist schon am Weg. Mit dem Fährtenhund. Na, den Fährtenhund lass lieber weg. Na ja, den lassen wir weg, den haben wir schon beim Gesundheitsamt verbraucht. Die Geschichte ist zu verwickeln. Da kommen Komplikationen. Ja, ich weiß was anderes. Ja. Was anderes, aber was? Na, wir werden sagen, nicht wahr, in der Nacht, um Mitternacht, nicht, kommen die Fischgeister in ihre Zimmer. Nein, nicht. Na, dann los noch. Also, Herr Ludwig, gehen jetzt zu einer Frau und passen Sie auf, vielleicht schicken wir ja gut. Wir gehen an, du Lukas, du musst mir helfen, dass wir die zwei da fortkriegen. Ja, ja, schon. Bei den Fischstadler wird es ja eine Schwierigkeit haben, nicht? Wenn der größere Fliegen schluckt oder mehr Hirn im Bauch ist wie im Kopf, nicht? Aber Herr Gretler, können Sie mir noch einmal verzeihen? Äußerst ungern. Schauen Sie, Herr Gretler, ich hab's ja nicht so gemeint. Sie, frühstücken wir zusammen, gut? Mir ist der Appetit vergangen. Aber ein kleines Kipferl und ein Kaffeechen, da ist eine Tasse für Sie. Bitte. Ach ja. Ich hab keinen Hunger. Herr Gretler, haben Sie heute Nacht auch den Schuss gehört? Also dieser Schuss ging mir nicht aus dem Kopf die ganze Nacht. Den Fischbacher ging er ins Gegenteil. Bitte? Sie haben mich so in Rage gebracht und da ging meine Flinte los. Und? Und ich habe den Fischbacher getroffen. Ins Herz? Beinahe. Oh, also der Fischbacher ist Ihr Geliebter. Oh. Es gibt keinen Geliebten. Der war nur in Ihrem Wahn. Laut. Herr Gretler, wenn ich einen Schuss gehört habe, dann habe ich auch diesen Geliebten gesehen. Frau Löwenzahn, so verstehen Sie doch. Ich habe geschossen und getroffen. Ja, ja, mit einer Schrotflinte auch schon was. Sie, Herr Gretel, ich war voriges Jahr auf einer Treibjagd. Da habe ich zwei Hasen und drei Treiber getroffen. Weidmannsdank. War das los, ne? Fischbacher? Der ist? Nein! Ja, schwerst verletzt, nicht wahr? Wird lange Zeit die Sonne nicht mehr sehen. Schrecklich! Warum? Weil er am Bauch liegen muss, nicht? Er ist schwer verletzt! Na, ihn zeigt er übrigens an, den versuchten Totschlag. Aber das war doch nur ein Versehen. Geht so hin, seid so blöd, Herrn. Versehen, der ist ja durchlöckert. Der kennt ja für das eigentlich anliegen, ne? Es ist ein Verbrechen. Na ja, 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 ein vorsätzliches Verbrechen ist das, ich weiß, ja? Anstiftung zum Verbrechen. Ich wieso? Sie hat mich vorsätzlich angestiftet. Jetzt bin ich der Zeuge. Naja, sie kann nichts dafür, ne? Sie kriegt ermittelt die Umstände, wo du einen glaubst, ne? Also ich hab mir die Sache ausgerechnet, weil ich mich negiert hab. Kriegt's 112 Jahre. 112? Zwei Tage. Und zwei Tage? Ja.
Einzelarrest, dunkelhaft, kein Fernsehen. Kein Fernsehen? Also, arg ist die Strafe auch wieder nicht. Ne? Ich brauche einen Schluck. Geschehen Sie, Herr Redler. Sie benehmen ihn wie eine Waschmaschine. Was heißt denn Waschmaschine? Ja, jetzt erst durchdrehen und dann nachspülen. Ne? Ich werde die Schande mal jagen. Ja, Sie könnten vielleicht sagen, der Fischbach hat sich beim Gewehr rein selbst getroffen. Ja, das ist nicht so blöd. Ja, das müssen Sie mal vormachen, nicht wahr? Er wird es doch nicht publik machen. Er wird es publik machen. Er schreibt gerade an einer Presseaussendung. Presseaussendung? Welche Zeitungen denn? Na ja, an die New Yorker, an die New Yorker Times, nicht wahr? An den Observer, nicht? An die Mickey Mouse. Und an die Pravda. Endzeit. Oh, ich sehe ja schon die Schlagzeilen vor mir. Vertierter Fischhändler, Meuche Transportgroßunternehmer. Und als Untertitel, der Weibsteufel von Kapfenhof trieb ihm zur Flinte. Lukas, Sie müssen uns da herausholen. Lukas, ich werde mich erkenntlich zeigen. Ja, Sie ganz bestimmt nicht bereuen. Ja, aber das ist nicht alles, nicht? Ich meine, da kommt noch was nach, ne? Bitte, Lukas. Na ja, schon mal nachdenken, nicht wahr? Könnt ihr sagen, nicht wahr? Der Fischbacher hat sich in selbstmörderischer Absicht selber auf die Flinte gesetzt, ne? Ja, das ist gut. Ich bin Zeuge. Wir dürfen ja da gar nicht aufscheinen. Ja, genau. Am besten ist, wir fahren ab. Wir fahren ab. Ja, am besten ist, ihr wärt gar nicht gekommen. Ja. Schön wär's. Schön wär's. Ja. Na, den gemacht, ne, der Mann. Was hält ihr denn sonst da? Ne? Wir müssen fort von hier. Jo. Danke, Lukas, ja, danke. Ja, gut, oh, lieber Lukas. Na, kein Pustel, ich bitte. Schade. Ja, so bist du deppert worden, hörst du? Der durchlöcherte Fischbach, hörst du? Du sollst ja einen Bauch daheim legen. Verschwind. Ja. Was macht denn der Fischbach auf einmal da? Ja. Vielleicht hat er einen Gustav einen neuen Schuss, nicht? Sie verklage ihn. Aber doch nicht auf... Doch, auf Schmerzensgeld. Na, auf Schmerzensgeld? Ja, kannst du ja lassen, da umsonst. Da hinten ruinieren, jetzt. Ja, übrigens, ich kann auch was für die Operation. Wieso? Für die Kiegeln. Na, glaubt ihr, für die Schrottkiegeln zahlt die Krankenkasse? Ja, und ich gehe zu Gericht, leg Beweise vor. Recht hast du. Ja, ich lasse mich fotografieren in Farbe. Bei Schrottkiegeln brauchst du keine Farbe, da genügt schwarz-weiß, nicht? Weil sie schwarz sind. Lukas, obwohl ich ihn sie... Ich meine, Sie haben mich sehr enttäuscht. Sie sind ein ganz gewöhnlicher Lügner, so. Ja, Fischburger Tosenhammer. Nein, um Gottes Willen. Dann sag ihm die da. Nein. Kommen Sie, Herr Fischberger. Ich werde Ihnen alles ersetzen. Wie wollen Sie das ersetzen? Es gibt so sehr schöne Gesichtsplastiken. Werden Sie da hinterher reparieren? Ich werde Ihnen was vorschießen. Ja, vorgeschossen haben Sie mir eh schon. Eher nachgeschossen. Ja. Ne, wir treffen uns bei Gericht. Der Arme, wir haben der arme Kerl wird nie mehr nachfahren können. So schaut ihr schwerverletzt aus. Ja, her mit dem Geld. Ich bin nicht deppert, was ich hochhobel. Wir beide reden noch miteinander, ja? Hier auf dem Karpfenhof scheint etwas nicht zu stimmen. Mhm. Und Sie, Herr Hecht, Sie sind hier der Hecht im Karpfenteich. Sie, pass auf, Herr Redl, sind wir nicht so böse. Pass auf, ich schenke Ihnen die Schrotkiegeln, was wir im Auszug genommen haben. Können Sie da ein Halskettel machen, oder was? Nein. Ein Armband, auch nicht. Herr Lukas, sind die schon fertig? Sie waren jetzt am Weg geboren, nicht wahr? Ja und? Na, dann ist der Fischbacher auferstanden, nicht wahr? Um Gottes Willen, Lukas! Ja. Ja, irgendwie müssen wir schauen, dass wir die da fortkriegen. Ja, ich weiß nicht, was wir machen. Kein Mensch! Nein! 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 Nein!
Wer ist denn das? Die Mustang Mary. Die Nordkarte. Tobler, ole, ole. Weil du nicht in den Nachtfalter gekommen bist, bin ich mit dem ersten Bus zu dir hergefahren. Und wann fährst du wieder zurück? Heinrich, du wirst dich freuen. Ich habe Urlaub und den verbringe ich bei dir. Freust dich, Zuckerfische? Na, freu dich doch, Zuckerfische. Ha? Ihr habt ein Zimmer für mich, ne? Ja, für Sie, so. Selbstverständlich, ne? Das Haus muss in der Kugel schlafen. Ne? Ja, ich gehe jetzt den Türstock vergrößern. Zu was denn? Ja, damit sie eine galoppieren kann, ne? Du sag einmal, was meint denn der mit Sombrero? Er hat dein Foto gesehen. Ach, das mit dem Foto, das ist mir überhaupt schrecklich peinlich. Gib ihm was zurück. Ich hab's ja nicht mehr. Wer hat's denn? Der Schwiegervater. Du bist verheiratet? Aber nein, der Schwiegervater von meiner Frau. Von deiner Frau? Von einer Freundin. Weißt du was? Wir fahren fort. Ja. Wir fahren an die See, ans Meer, an die Riviera, nach Ibiza, nach Neusiedl. Wohin, du willst, mein Zuckerfisch? Heinrich! Ja, was? Wer ist denn diese Frau? Das ist die Schwester von der Delphine. Ich bringe den Tango bei. Und wie? Aber die hat doch gar keine Schwester. Er muss für mich beim Fischbacher intervenieren, weil sonst rennt der Fischbacher noch zu Gericht. Statt dem Fischbacher sollten Sie lieber sitzen. Lukas! Was denn, Lukas? Herr Gretler, so rennen Sie nicht herum, jetzt bleiben Sie da. Ich habe Ihnen eine schreckliche Mitteilung zu machen. So haben Sie vielleicht wieder einen Liebhaber entdeckt, oder? Nein, diesmal eine Liebhaberin. Ja, wer ist es denn? Die Geliebte Ihres Schwiegersohns. Was? Mein Schwiegersohn hat keine Geliebte. Der hat doch eine. Das Bild von der Mustang Mary. Wo habe ich denn das Bild hingestellt? Wo ist denn? Nein. Ja, später. Ja, später habe ich keine Zeit. Ich fahre mit dem Fischburger zum Anwalt. Ich will nicht schon Bärburger brauchen. So bleibst doch da. Herr Gretler, mein Neffe hat mir gerade erklärt, dass diese Dame, die Schwester von der Delfin wäre. Aber die Delfin hat doch gar keine Schwester. Doch, sie hat eine, die Sardella. Sardella? Aber das wollen mir ja nur denken. Na, haben Sie ein Foto von ihm? Vom Zuckerfischi? Ja. Ich meine, von der Sardella. Na, freilich, da habe ich sogar mehrere. Sardella, Zuckerfische, Delfine. Ein Sohn hat er auch, der heißt Hering. Ne? Also bitte zeigen Sie mir die Fotos. Hoffentlich ist die Sardine dabei. Sardella. Ja. Natürlich, bitte. Das ist Meine Sardella, ein braves Mädel. Nur, sie lebt sehr zurückgezogen. Ja, ausgezogen ist sie doch. Sie ist nämlich Kindergärtnerin. Da spielt sie gerade Am Dantes, diese Male Pres, diese Male Pumpernickel, Am Dantes. Jesus, jetzt ist hat's das Bild vom Zug. Ja, ist einer Nocken. Naja, wisst ihr, das ist nichts dabei. Das ist in Afrika, nicht? Das ist nur bei den Nockerpatzeln. In der Kleidung da? Naja, sie muss sich angleichen, nicht? Das ist eine richtige Unterentwickelte, nicht? Unterentwickelt schaut die nie aus. Wie sie nockert. Ja, sie können es nicht sagen, sie hat einen Ruhetag. Schluss jetzt. Also eine schöne Geschichte, diese Ehe. Er eine Geliebte und sie ein Liebhaber. Das ist Schluss jetzt mit den Geliebten und mit den Liebhabern. Jetzt ready! Ich fahr wieder hoch! Heinrich da geblieben, ja? Das da ist mein Mann. Und der Heinrich ist der Besitzer vom Kaffenhof.
Der Ludwig hat sich doch nur als Fischzüchter ausgegeben, weil du mich doch nur mit einem Fischzüchter verheiraten wolltest. Ja, aber wegen der Fischhandlungen. Aber wegen der Fischhandlungen. Und so haben wir lügen müssen, die ganze Zeit lügen müssen, weil wir dein Geld braucht haben, damit der Ludwig seinen Roman fertig schreiben hat können. Oder hättest du vielleicht einen armen Schriftsteller unterstützt? Hm. Niemals! Herr Gräfer, ja. Sie sind eine Kanaille. Und jetzt zu Ihnen, liebe Frau Tante. Ja, ja bitte, was ist? Ja, Sie wollten den Heinrich doch nur den Scheck schicken, wenn er verheiratet ist. Ja, weil ich... Schluss jetzt, Redi. Was ist denn den armen Heinrich anderes übrig geblieben, als wie sich eine Frau auszuborgen? Er hat doch das Geld dringend braucht für den Nachtfalter. Nachtfalter? Ich meine für die Fischzucht. Ein Nachtfalter, das ist nämlich ein Schmetterlingsfutter. Ja, genau. Ein Potenzmittel für die Kabel. Ja, ja, die hat ja keine Ahnung von einer Fischzucht. Ja, weil sie kein Geld geschickt haben, sind meine Fische immer kleiner geworden. Pfui! Was? Also Heinrich, deswegen hast du mich doch nicht anlügen dürfen. Ja, gelogen wie ich. Gelogen ja, und der Lukas hat es wieder machen müssen, weil er das Geld dringend für den Karpfenhof gebraucht hat. Er ist nämlich der Fischmeister. Nein, so, und jetzt ist mir leicht. Du warst großartig. Gut, Heinrich, ich verzeih dir. Also Tante, du bist ein Engel. Und Sie, Herr Gretler, Sie kriegen zwar keinen Fischmeister zum Schwiegersohn, aber dafür dürfen Sie einen Schriftsteller unterstützen. Na? Aber Herr Gretler, Herr Gretler, ein so schöner Mensch wie Sie muss doch auch ein weiches Herz haben, nicht? Wenn das Sprichwort Lügen haben kurze Beine weiß, wird die jetzt ein Lilliputaner. Also einverstanden. Kinder, schick's mir mein Gebet nach. Ich fahre jetzt in die Stadt zu den Mustang-Mary. Ich hatte mein Vater. Moment, komm her, Vater. Wo warst du hin? Zu den... Zum Schimmel. Das ist nämlich ein Ross, ein weißes, ja. Darum ist er ein Schimmel, ich mein, ein Pferd. Aber erklären Sie... Ja, er hat nämlich die Pferde so gern. Ja, besonders, wenn ein Nocker drauf sitzt. Wenn wer drauf sitzt, der Nocker? Das Pferd ist nackert, nicht wahr? Ich mein... Also, ich hab noch kein Pferd im Frack gesehen. Lukas... Ich glaube, Sie spinnen. Ja, eine Neuigkeit, was Sie mir erzählen. Ja. Das ist es. Ja. Ich habe eine Idee. Die Musik ist dann schon wieder. Ja, ganz ein weißes Ross im Frack. Drauf sitzt eine nackte Frau. Ja, na, mit einem Sombrero. Era, mit einem Sombrero. Glänzend. Kollege. Servus. Servus. Sein Mus ist ein Totalversorger, oder? Ich begleite ein Stückchen. Okay. What? Ich begleite ein Stückchen. Nein, ich bin schon hauntumiert. Lukas? Ja? Lukas, wissen Sie, dass Sie mir gefallen? Warum? Naja, weil Sie mir eben gefallen. Ja, so gut, ne? Sag mal, dass Sie einen Mann erfahrt haben. Ach, ich bin ja nicht verheiratet. Nein? Nein, ich bin Witwe. 12 Jahre lang lebten wir zusammen. Ah, dann hat er es nicht mehr ausgeholt. Nein. Er ging fröhlich von mir. Das glaube ich. Ja. Und weil er Ruhe gehabt hat, ne? Seit 8 Jahren bin ich allein mit meinen heißen Nächten. Na, bleib so ruhig allein, Eva, mit den heißen. Mit der Zeit werden es schon kühler werden. Ne? Aber dann habe ich dich gesehen. Ja. Dort am Teich hast du gestanden. Ich? Ja, und die Sonne spielte mit dir. Ja, bitte, mit was hat sich die Sonne bei mir gespielt? Ich habe geglaubt, Wotan steht vor mir. Und so Peter machst du der Wotan? Nein. Er selbst. Aha, und der mit den Fischstuhlen. Lukas. Ja. Gefall ich dir? Na ja. Kein Nuschieren. Komm her zu mir, Lukas. Ja, warum? Umfass mich. Was steht man da bevor? Umfass mich. Ja. Spürst du was? Ja, alle zwei. Lukas. Ja. Wie ich gestern Nacht so nackt vor meinem Spiegel gestanden bin. Nackt vor dem Spiegel? Los, schau her. Da habe ich mir gedacht, nein, all diese Schönheit darf doch nicht verkümmern, nicht?
Wo hat die hingeschaut? Und deswegen, Lukas, ja, werde ich dich heiraten. Der Vater, steht nicht. Das steht. Doch, doch, doch. Ich steige zu dir hinab. Der Vater, bleib so oben. Bleib so oben. Ich sehe, du kannst an dein Glück nicht glauben. Ah, mir fehlt der Glaube. Ach, ach so. Ich werde viel Geld in die Fischerei hineinstecken. Viel Geld? Langsam kommt er, der Glaube. Ja, und dich dann zum Kompagnon machen. Er kommt. Er überflutet mich. Ja. Der Glaube. Ja. Oh, Jubeläier, Jubeläier. So freust du dich, dass du mich bekommst. Na ja. Ja. Ein 5-Kilo-Karpfen war mir lieber. Komm, setz dich daher, ja, und schwärmen wir. Ja, du wirst wieder am Teich werden wir sitzen und die Sonne. Die spielt wieder mit mir. Ne? Und dann schauen wir den silbrigen, quirligen Fischlein zu, wie sie sich lieben. Und das machen wir dann auch. Ja, das geht nicht, das geht nicht. Die haben eine andere Art der Liebe, die Fische. Ne? Wieso? Die kommen gar nicht zusammen. Ne? Die meine, ne? Oh. Na, dann zeigt mir diese Liebe nicht. Na ja, die wissen ja nichts anderes. Ne? Vielleicht könnte man es umschulen, die Fischer. Lukas, ich werde dir Kinder schenken. Die können wir gleich den Brunnen abzulassen. Du, mein Cäsar, mein Brutus. Brutus, das ist der mit Deutsch. Das war jetzt lieber, ne? Ach, Lukas. Ja. Und du wirst mir helfen, meine heißen Nächte zu verschönern. Ja, ja? Ja, mein Lieber. Ja. Das wird eine Arbeit werden, bis ich die abgekühlt habe. Uschi, Nene! Lucky Bubin! Jetzt Tante Ursula! Heinrich, darf ich dir meinen zukünftigen Mann vorstellen? Lachen Sie, Blödchen! Lukas! Du! Wenn du nicht sofort Onkel zu mir sagst, ist der Goethe-Hau auch der Art, gell? Wie lange soll ich nur auf dich warten, mein Zuckerfisch? Also, Heinrich, jetzt möchte ich eine Erklärung haben. Naja, Tante, weißt du, das... Naja, das ist so, Lachen. Goethe, das ist so, nicht wahr? Der hat doch immer gesagt, der will nur kein unschuldiges Fräulein Müller nehmen. Nein, nein, er will immer nur diese verruchten Frauen. Ja, klar, die haben was, einen Freund in der Stadt oder schreibt das noch mal. Moment, Moment. Die Nachtfolge. Und mit der Reklamepost habe ich dem Heinrich ein Bild von mir untergejubelt. Was, das haben Sie gemacht? Ja, und noch mehr. Ich habe noch nie gestrippt. Aber das Foto? Bist du nicht die Mustang Mary? Naja, nicht ganz. Der Körper auf dem Foto, der gehört der echten Mary. Und der Kopf? Na, der ist von mir. Ja, dann habe ich ja aufgeblickt. Ne, das Ganze nur einmal fotografiert. Ja, aber ich habe dich doch im Nachtfalter kennengelernt. Ja, habe ich es eingeschleust. Ja. Aber du hast mich noch nie strippen gesehen. Ich habe deine Nummer immer schon verteilt, wenn ich hingekommen bin. Aber das habe ich dir doch eingeredet, aus Liebe zu dir. Ich sage mir, wer bist du? Also, was das Schmerzensgeld betrifft, Grässens, was magst denn du da? Ja, Onkel Lukas! Die Mary ist... Die ist die Enkelin von Fischbogler, nicht wahr? Und du wirst sie hören. Ja, vom Herzen gern. Ja, und jetzt kriege ich doch die Frau Fien, die mir gewünscht hat. Ja, ihr wisst es ja nicht, sie ist diplomierter Fischmeister. Der einzige weibliche Fischmeister von Österreich. Ja eben, und darum ist sie morgen bei Lemke, bei was bin ich? Da kommen die nie drauf. Nie.